Hallo, wir sind hier im B&B Hotel in Essen. Anlässlich eines Barcamps bin ich hier und habe mich hier eingebucht im Zimmer 310 in der zweiten Obergeschoss. Gleich links kommt man in den Badezimmerbereich. Da ist die Toilette, Waschbecken. Und hier an der Seite die Dusche. Auf der rechten Seite eine Garderobe, steht auch schon mal ein Koffer. Ein paar Ablageflächen, falls man seinen Koffer dann doch lieber auspacken möchte. Gleich links dahinter kleiner Schreibtisch mit zwei Hockern drunter. Telefon, das man allerdings erst extra freischalten muss, kostenpflichtig. Dann natürlich das Wichtigste, das Bett. Sehr bequem sind die Betten hier in den B&B Hotels. Man sieht hier auch einen Stahlkocher als Symbol, dass man im Ruhrgebiet in Essen ist. Hier gibt es eine Klimaanlage, trotzdem kann man das Fenster öffnen, das ist auch gerade angeklappt. Der Ausblick geht so. Ja, Spiegel ist noch an, gegenüber vom Bett. Kleiner Fernseher hängt an der Decke. Man sieht da auch die Klimaanlage oben in der Mitte. Steckdosen befindet sich eine direkt am Schreibtisch. Wenn man mehr braucht, sollte man vielleicht eine Verteilersteckdose dabei haben, weil am Bett sind keine. Ansonsten einfach praktisch und für so Gelegenheiten wie bei mir, wo es wirklich nur um Schlafen geht, vollkommen ausreichend. Das war's von mir hier aus dem B&B Hotel in Essen.